gesprochen haben, die nie gezwungen wurden, nicht Russisch zu sprechen. Mariupol gibt es nur eine Sprache, die ist Russisch. Und trotzdem Körperkampf, weil da haben sie sich noch nicht getraut, in die Menschen reinzuschießen. Deshalb müssen sie jetzt in die Menschen reinschießen. Das ist ganz furchtbar. Wo meine Eltern wohnen, das ist eine einzige kleine Dorfsiedlung, das müssen wir uns so vorstellen, für die Gartenstadt. In so eine Gartenstadt wird mit Artillerie reingeschossen. Nochmal die Information der Polizei an alle Versammlungsteilnehmer. Nachdem der Aufzug deutlich mehr Teilnehmer hat als ursprünglich erwartet, es sind mehrere tausend Teilnehmer zu diesem friedlichen Zeichen gekommen. Der Ehrenhof ist aber nur für 6000 ausgelegt unter Corona-Bedingungen. Daher haben wir für Sie die Bismarckstraße in beiden Fahrtrichtungen abgesperrt und sichern diesen Bereich. Bitte nutzen Sie auch diese Aufstellfläche, verteilen Sie sich hier auf der Bismarckstraße. Dann können Sie der Abschlusskundgebung auch von hier folgen. Vielen Dank.
Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, herzlich willkommen im Schlosshof Mannheim. Ihr Ludwigshafener, ihr Mannheimer, ihr Europäer, ihr Russen und ihr Ukrainer. Und natürlich alle anderen. Ich will jetzt von euch ein klares Nein hören. Was wollen wir? Wir wollen keinen Krieg. Was sagen wir zu Krieg? Nein! Was sagen wir zu Putin? Nein! Was sagen wir zu dem Überfall der Ukraine? Nein! Vielen Dank, mit euch kann man rechnen. Das ist die größte Friedensdemo, die diese Region je gesehen hat. Wir sind weit über 10.000 Menschen aus Ludwigshafen, sind über 1.000 gekommen. Erklären, ihr alle kommt die Nachrichten und könnt schlecht schlafen. Am schlechtesten können nicht Menschen schlafen in Kiew, in der Ukraine, überall dort, wo derzeit bombardiert wird und die Menschen in der U-Bahn versuchen, ihr Leben zu retten. Wo sie flüchten nach Polen, in die Nachbarländer und auch zu uns. Weit über 1,2 Millionen Menschen sind schon geflüchtet. Und die Leute denken, dass vielleicht die Hälfte oder ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung flüchten wird, weil die Städte zerbombt werden und weil Putin aus den Städten in der Ukraine genau solche niedergebombte Städte wie Aleppo machen will. Das wollen wir nicht. Wir wollen keinen Krieg. Was wollen wir? Was sagen wir zu Krieg? Nein! Was sagen wir zu Putin? Nein! Und was sagen wir zu dem Überfall der Ukraine? Nein! So sieht es aus. Und deswegen sind wir heute hier versammelt und wir würden uns wünschen, dass Putin uns hier alle sieht. Und wir würden uns wünschen, dass alle Ukrainer in der Ukraine dieses Bild sehen, was wir hier oben von der Bühne sehen. Solidarische Menschen, die zusammenhalten und für den Frieden zusammenstehen und nicht für den Krieg sind, sondern für das Gegenteil. Wir wollen keine Kriegsspirale, wir wollen den Frieden. Und deswegen sind wir heute hier versammelt. Wie Wojci Ukrainski. Ja, hallo, also soweit mal einige Impressionen, einige Eindrücke von der Friedensdemo in Ludwigshafen und Mannheim. Die von Ludwigshafen, die Demo ist dann rübergelaufen nach Mannheim. Und ich war auch dabei mit einigen Flugblättern mit dem Text von This Piece of Chance von John Lennon und haben die verteilt. Und es waren in Ludwigshafen etliche Menschen dort und in Mannheim noch wesentlich mehr. Die Veranstalter sprachen von 6.000 oder sogar 10.000 Menschen. Das ist natürlich so erfreulich. Übrigens, das ist, weil ich sonst zu kalte Ohren habe. Ihr habt ja einige Fotos und Bilder gesehen mit den bekannten Forderungen und dem Wunsch nach Frieden. Vereinzelt gab es auch Dinge, dass Flugverbotszonen gefordert wurden. Das verstehe ich sehr gut. Das wäre sicherlich eine sehr edle Geste und vielleicht auch heldenhaft. Allerdings würde es Gesamteuropa in einen Krieg hineinziehen. Und da der Herr Putin ja nun nicht nur schlimme, sondern auch seltsame Dinge tut, weiß man nicht,
ob aus diesem europäischen Krieg nicht noch Schlimmeres werden würde und werden könnte. Also, so verständlich ich es finde, solche Maßnahmen, Flugverbotszone, wo NATO-Flugzeuge, russische Flugzeuge abschießen, oder auch schon, wenn schwere Waffen und Flugzeuge von der NATO geliefert werden, der Herr Putin könnte dann endgültig ausrasten und es wäre ja fraglich, was die Ukraine davon hätte. Und selbst wenn man da quasi erfolgreich wäre, was würde von dem Land nach am Schluss noch übrig bleiben? Wir müssen alles tun und alles versuchen, Sanktionen, Appelle, Diplomatie, auch Diplomatie, von der die Öffentlichkeit nicht unbedingt was mitbekommen muss. Es gibt viele Wege. Und die müssen wir alle dringend und schnell und intensiv beschreiten. Ich kann nichts anderes sagen. Ich bin Pazifist. Friedenskrieg. No war. Frieden.